Und ein herzliches Willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession mit mir von Lyria Gameplays als Hobby und etwas nervlich gereizt. Die Unorato ist ja nicht weitergelaufen. Ich habe alles mögliche versucht, sie lief nicht weiter, war ein Fehler. Ich musste dann vom letzten Speicherpunkt neu laden und bei den Schwierigkeitsstufen ist natürlich vom letzten Lager. Das heißt, ich durfte von hier wieder anfangen zu spielen, nämlich von dem Aquädukt-Herausforderungsgrab, wo wir da auf dem Aquädukt herumgekrabbelt sind. Und da durfte ich den ganzen Weg hier wieder neu klettern und wie auch immer und hier sogar noch die eine Gruft noch machen und dann die Unurutu befreien und dann kam ich endlich irgendwann wieder hierher. Bevor ich dann alles eingesammelt habe, bin ich erstmal hier hinter ihr hergelaufen, damit sie da in die Höhle reinläuft. Hauptsache der Weg ist frei. Und dann erst habe ich mich umgedreht und habe alles eingesammelt. Monolith und da hinten die Dokumente und sowas. Ich hoffe jetzt nur, ich habe nichts übersehen. Denn das wäre blöd, aber ich sehe jetzt nichts Übersehendes. Außer das da halt noch immer noch. Da komme ich ja aber erstmal nicht mehr hin. Und dann schauen wir mal. Ach, jetzt sind wir hier schon wieder. Tatsächlich. Und jetzt ist hier auch der Weg frei. Stimmt, der ist da auch weggegangen. Das heißt, ich könnte sicherheitshalber sogar nochmal hier rein in das Herausforderungsgrab und dort speichern. Ich glaube, das mache ich auch. Es tut mir leid, ich werde es auch vorspulen. Jetzt kann ja nichts mehr schief gehen. Jetzt ist alles gespeichert. Endlich. Das heißt, wir gehen jetzt noch gegen hier auf der anderen Seite zum Herausforderungsgrab oder Krypta, was auch immer. Jetzt steht sie da wieder. Ich hoffe, die steht ja jetzt nicht wieder so angewurzelt wie vorhin. Ein Überlebensversteck. Und tote Menschen. Schauen wir mal, was hier drin ist. Noch mehr tote Menschen. Und
wir haben hier in der Krypta auf jeden Fall ein Dokument. Vielleicht ist das Dokument auch in dieser Krypta. Wir werden sehen. Wäre natürlich super, weil ich kann mich... Verdammt! Huch. Weil ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich hier ein Dokument übersehen habe, hätte. So, wir werden sehen. Hier hätten wir schon mal das Erste. Kukulkan verlässt Paititi bei Neumond. Kukulkan kehrt mit anderen Fremden bei zunehmendem Mond zurück. Sie streiten sich. Am nächsten Morgen bricht die gesamte Gruppe jetzt besserer Dinge in ihren Obsidianvögeln auf. Meinen die damit Flugzeuge? Ein finster... unmöglich. Ein ich was? Kann nicht mehr tragen. Achso, eine finstere Begrüßung. Was haben wir hier? Die Opfer wurden den Göttern dargebracht. Sie verließen die Städte und wanderten durch die Provinzen, bis sie lebendig begraben wurden. Oh, ja, ist eine finstere Begrüßung. Auf jeden Fall nicht gerade traumhaft. Karte aktualisiert. Auch hier ist ja schon das Grab. Mehr Schutz gegen niedergeschlagen werden und Feuer. So, und wir brauchen einen anderen Ausgang, ist klar. Wir sind ja per Fahrstuhl runtergekommen und der ist aber allerdings wieder nach oben gegangen. Herausforderung abgeschlossen, über Tote spricht man nicht. Juhu! Fuck you. Hallo. Ich hab C gedrückt, was soll der Mist? Ah, und genau deswegen, zum Glück habe ich gespeichert. In dem anderen Grab. Also wir sehen uns gleich wieder. Und da bin ich wieder. Wieder an derselben Stelle, wo ich vorhin gestorben bin. Meine Güte, zum Glück habe ich vorher gesichert. Es war mir so klar. Irgendetwas passiert bestimmt. Und hätte ich das jetzt nicht gemacht, dann hätte ich die auch wieder befreien müssen. Die Krypta vorher noch machen müssen. Ach du meine Güte, das wäre scheiße gewesen. Es lohnt sich manchmal, einen extra längeren Weg auf sich zu nehmen. Aber um sicher zu sein, dass man dann nicht mehr alles andere nochmal machen muss. So, fuck you. Was ich nicht verstehe, war, ich hatte C gedrückt gehabt. Nochmal fuck you. So, hier ist meine Freundin zwar hintergegangen, aber nicht mehr weiter. Diese Fallen sind komplexer, als ich gedacht hatte. Und so wurden die Fallen wohl gebaut hinter den Mauern. Hier ist meine Freundin nicht lang gegangen, vielleicht ist hier das letzte Dokument. Ich hoffe es natürlich, aber es sieht nicht danach aus. Nein, viel zu weit weg. Hier gab es nur einmal Obsidian. Nicht Obsidian. Jade. Aber okay. Dann gehen wir hier wieder raus. So. Dann hätten wir das jetzt auch schon mal. Ein Dokument. Das ist ein anderes Dokument, das wurde uns nicht angezeigt. Oh. Eine Liste mit Verbrechen und der jeweiligen Bestrafung. Hier haben wir doch etwas voll jetzt.
Mist, jetzt habe ich ganz vergessen zu drücken. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Monument fertig. Überlebensgegner, das war das nicht. Artefakte eigentlich auch nicht. Jetzt weiß ich leider nicht, was hier neu war. Das war was anderes, die weiße Königin. Die Bewohner der Anden haben die Webkunst übertappt. War es das? Nee, das ist Ma'am. Ah, scheiße. Keine Ahnung. Tut mir leid. Ich war viel zu schnell mit Drücken mal wieder. Doof, ärgerlich. Hätte jetzt natürlich auch noch mal gern gewusst, was da drin stand. Okay. Na gut, das eine, das wird uns jetzt auch nicht umhauen, denke ich mal. Und wir haben hier so viel gefunden bis jetzt, also da jetzt alles durchgucken, das ist echt blöd dann. So, das ist eine Gedenkstätte. Möge Kisby Lebensmittel, Vorräte und Annehmlichkeiten in Hülle und Fülle für uns bereithalten, sobald wir die jenseitige Welt betreten. Alle hoffen sie immer, dass die Toten, die immer schön willkommen heißen, wenn die dann auch ins Totenreich kommen. Damit die sich um nichts sorgen müssen. Interessant. Okay, wir haben hier sonst nichts weiter. Dann wieder raus. Sammelobjekte in dieser Region. 143 von 145. Zwei Stück noch. Werden wir das hier leider nicht mehr kriegen. Zumindest jetzt nicht. Momentan nicht. Ich habe hier zwar ein Lager, aber das dauert noch, bis ich das wieder benutzen kann, nehme ich mal an. Dazu müssen wir mit der Story, glaube ich, erstmal ein bisschen weiterkommen. Oh, zwei Fallen hintereinander. Okay. Fuck you. Und noch eine Falle. Also drei Fallen hintereinander. Junge, Junge. Hatte der Reichtümer hier unten? Der Gang ist verschüttet mit Toten und Geröll. Nichts zu finden hier unten? Nee, sieht nicht danach aus. Huch, da geht's auch nicht hin. Ah, ach ja, stimmt. Okay, schauen wir mal. Sonst noch irgendwo so ein Ding? Nee, scheint nicht so. Okay. Aber es ist echt ärgerlich bei dem Schwierigkeitsgrad. Es ist jetzt... Ich meine, dass man mal bei Gegnern hier und da mal stirbt, das ist normal. Also in dieser Hinsicht muss ich jetzt sagen, im Sinne von Gegnern finde ich es jetzt nicht so extrem schwer.
Klar, es gibt Situationen, da stirbt man ein, zwei Mal, weil man erstmal mit der Situation klarkommen muss. Beziehungsweise sich dann überlegen muss, wie macht man das am besten? Wo kommen da die ganzen Gegner? Ist normal, dass man da dann hier und da mal stirbt. Aber am meisten regt es einen natürlich auf, wenn man alles zigmal neu einsammeln muss und machen muss, weil man halt eben erst am letzten Lager wieder anfängt, wenn man einmal stirbt. Ich glaube, das ist die eigentliche Herausforderung auf sehr schwer. So, haben wir es geschafft. So, wie es aussieht, muss ich da runter. Jupp, hier sind wir wieder. Alles klar, raus hier. Oh, wo geht's denn da hin? Achso, da kann ich ja eh nicht hoch. Ist ja zu glatt, da bin ich ja runtergerutscht. Okay. Sehr schön. Okay, aufpassen, ich muss jetzt darüber springen. Okay. Sehr schön. Wir haben alle Krypten untersucht jetzt hier bei Paititi. Wir haben so gut wie alles eingesammelt, bis auf ein Dokument. Scheiße. Da achtet man echt auf alles Mögliche und dann sowas. Ja, und jetzt muss ich hier nur noch lebend irgendwie rauskommen. Beziehungsweise wieder hochkommen. Okay. Sehr schön. Soll ich jetzt nochmal speichern gehen? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, ich muss nicht weiter speichern gehen. Scheiß drauf. Ich meine, wir sind mit der Aufnahmezeit sind wir eigentlich soweit fertig. Das heißt, ich gehe ins Speichern, während ich nicht mehr aufnehme und dann komme ich wieder hier hoch. Einfach nur, um sicher zu gehen. Ich habe keine Lust, wenn ich ständig so viel auf einmal wieder neu machen darf. Ja, dann sage ich jetzt mal, das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession, was sehr nervig ist. Aber das Spiel ist auch geil. Und ich bin von Löhe, Gameplays als Hobby. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Hey, auch wenn ihr jetzt eigentlich nur eine Krypta gesehen habt, aber gut, okay. Ja, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr neu bei mir seid und mich noch nicht abonniert habt. Herzlich willkommen dann übrigens und dann sehen wir uns auch beim nächsten Teil wieder. Das war Shadow of the Tomb Raider, habe ich schon gesagt. Und auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss.